Anleihen stehen in der Fußballanalogie wie ihr Schwesterprodukt Discount-Zertifikat für eine defensive Zweierkette hinter dem Mittelfeld. Aktienanleihen zeichnen sich vor allen Dingen durch einen vergleichsweise hohen Zinscoupon aus. Diese hohe Zinszahlung, beispielsweise 15%, wird per Fälligkeit in jedem Fall geleistet, signalisiert aber auch das gegenüber normalen Anleihen höhere Risiko. Denn bei der Rückzahlung besitzt der Emittent ein Wahlrecht. Neben der normalen Tilgung zum Nominalwert, beispielsweise 1.000 Euro, kann er die Anleihe auch mit einer vorab festgelegten Bezugsmenge des zugrunde liegenden Basiswerts tilgen. Sein Wahlrecht zur Rückzahlung in Aktien nimmt der Emittent dann in Anspruch, wenn der Basiswert am Laufzeitende unter dem jeweiligen Basispreis notiert. Der Anleger bekommt in diesem Fall statt des Nominalwerts die im Kurs gefallenen Aktien zurück. Auch wenn das dann in dieser Form nicht das eigentliche Ziel Ihres Investments war, sind Sie durch den Coupon bei Kursrückgängen, sehen wir einmal von einer möglichen Dividendenzahlung ab, besser gestellt als der Aktionär. In unserem Beispiel und bei einem unterstellten 30%igen Kursrückgang der ABC-Aktien per Fälligkeit der Aktienanleihe bedeutet dies, diese ABC-Aktie notiert nur noch bei 70 Euro. Der Wert der zu liefernden 10 Aktien beträgt folglich 700 Euro. Die Zinsen für die Aktienanleihe werden auf den investierten Nominalwert von 1.000 Euro bezahlt, bei 15%, also 150 Euro. Insgesamt erhält der Investor durch Zinszahlung und Tilgung in Aktien einen Paketwert von 850 Euro. Das sind zwar 15% Verlust, aber eben nicht 30% wie bei einem Direktinvestment, das im Wert ja auf 700 Euro gefallen wäre. Bei den Chancen ist der Anleger, wie auch beim Discount-Zertifikat, nach oben hin limitiert auf die Rückzahlung zum Nennwert zuzüglich des Coupons. Und somit nimmt er nicht an den Kurssteigerungen des Basiswerts teil.